Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Ace und ich denke mal, ihr wisst, was das bedeutet. Ja, wir haben eine Daily und Grüße gehen natürlich erstmal raus an unsere liebe Nytia. Die hat sich wieder in die Runde geschlichen, hier diesmal in der Aufnahme. Ansonsten gelingt ihr das ja meistens im Stream. Kommt er hierher? Nee. Er kann ja. Eigentlich kann der Killer ja überhaupt nicht wissen, ob jemand hier oben ist, ne? Ich warte mal, weil irgendwie. Vielleicht jagt er auch hier unten jemanden hinterher oder so. Wenn es ein Trapper ist, habe ich natürlich ein Problem. Oh shit. Der durchsucht schon die Schränke. Aber da kommt er. Ist der Clown? Geh doch! Wieso geht er denn hier hoch? Also, Whisper confirmed, ey. Ich habe keine Ahnung, woher er sonst jetzt hätte wissen sollen. Ich drop das einfach mal direkt, damit ich ein bisschen. Damit ich ein bisschen Vorsprung vor ihm habe. Also, ich habe keine Ahnung, wie er das jetzt wissen konnte. Naja, gut, okay. Meine Daily Quest besagt sowieso, dass ich vom Killer gejagt werden soll. Würde mal sagen. Oh, er ist in die falsche Richtung gerannt. Ich wollte eigentlich wollte ich das gleich sagen. Eigentlich wollte ich sagen, das trifft sich dementsprechend also eigentlich ganz gut. Es sollen aber 2 Minuten sein. Das hat jetzt natürlich jetzt nicht so ausgereicht. Aber trotzdem, ey, geht er einfach direkt nach da oben, guckt die Schränke durch und alles. Alles klar. Ich meine, ich hätte da jetzt auch einfach schneller durch das Fenster oben gehen können. Dann hätte er mich erst gar nicht erwischt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass er da jetzt hinkommt. Ach, scheiße, ich muss hier weg. Ich bin fast hochgeheilt, ne? Aber halt eben nur fast. Das Setup, ja, ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen, ne? Selbstheilung, Ass im Ärmel, Sprintboost, dunkle Wahrnehmung. Und ja, irgendwie sind schon 2 Generatoren fertig und ich habe noch gar nichts gemacht. Hab mir nicht mal den sexy David angeschaut, ne? Nüti hat jetzt nämlich die Shirtless-Schicht übernommen. Die ist jetzt für die Sexiness zuständig. So. Na, geht der Schlingel weg? Ah, sieht gut aus. So, Ace, kommen Sie da runter. Mein Leidensgenosse. Na, will nicht geheilt werden. Rennt dem Killer leider voll in die Arme. Okay, er schmeißt sein Fläschchen. Und dann machen wir wieder einen Abgang. Ja, da ist schon mal wieder dicht. Oh oh. Nein, er hat mich doch noch erwischt. Ist hier noch eine Palette? Nein, leider nicht. Okay, dann müssen wir mal wieder los. Dann werden wir schon wieder gejagt. Hier sind noch einige Paletten. Hat er uns schon wieder aus den Augen verloren? Da ist er. Da ist er. Ist nach oben gegangen. Ist hinten rüber, okay. Dann können wir hier erstmal abhauen. Oh Mann, ey. Nee, der hat nicht so gut getroffen, leider. So, hier kommen wir durch. Oh, ich wurde doch noch erwischt. Zieh! Shit. Da ist er. Ja, jetzt bin ich down. Das schaffen wir nicht mehr. Oh Mann, okay, schade. 1, 2. Wo
Was steht da? Die dritte Person ist oben, macht den Gen. Ich habe nicht einen Gen angefasst bisher. Oh Mann, ey. Naja, gut. Das müsste Nythia sein, oder? Nee, das ist der andere Ace. Ich dachte erst, der andere Ace wäre jetzt der, der da oben ist. Ah, guck mal hier. Da haben wir Sexy David King, Leute. Weiß, ihr seid wahrscheinlich schon... Oh, guter Move, Ace. Ihr seid wahrscheinlich schon ein bisschen... lüstern. Ey, nee, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Oh, Mann. Ja, ich habe ja Zeit. Ist immer eine gute Idee, zu dem zu rennen, der gerade am Haken hängt. Yo. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso er da jetzt auf Krampf wieder abgehängt hat, ne? Nythia stand ja bereit. Drei Leute sind verletzt. Oh Gott, da sehen wir den Clown. Er rennt da lang. Hat der mir am Hintern kleben jetzt wieder? Problem ist halt... Oh, shit. Ja, Problem ist halt, dass hier direkt das Tor auch neben mir ist. Ja, hier komme ich jetzt nicht weg. Ich muss versuchen, jetzt vom Tor wegzurennen. Ist hier schon gezogen. Oh, nice. Okay, Nythia hat nochmal einen kassiert. Das Problem ist, wir sind beide sehr weit weg. Vom Ausgang ist offen. Oha, nice. Aber Ace, ey, dein Move wieder da. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ne? Hast du noch? Hat immer noch, wir schaffen das. Sehr geil. Oh Mann, war das eine kurze, knackige Runde. So, rennen wir wieder rein. Nythia ist raus. Oh, nice. Wir sind alle raus. Ehrlich? Oh Mann, ich habe die Runde gar nichts gemacht. Oh, shit. Naja, wir müssen ja zum Glück keine Pips mehr verdienen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, diese Runde war ich so nutzlos wie der Pimmel am Papst, ey. Obwohl, jetzt mit dem letzten Skandal... na gut, lassen wir das. ja, GG, ne? GG. 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 Ach ja. So, ja, direkt die erste Runde erstmal Nythia getroffen, ne? Das ist ein sehr schöner Start hier in den Tag gewesen, also in meinen DBD-Tag. Und Wolfram mit brutaler Stärke verblüffen, Barbecue und Geflüster. Der Name sagt mir irgendwas, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, haben wir letztens schon mal irgendwann gegen den gespielt? Ich habe sogar 12.600, ich habe sogar mehr als der Flo, nice. Ich meine, okay, der Flo war jetzt auch der, den ich irgendwie in der Runde nie gesehen habe. Er hatte noch den Insta-Heal dabei. Selbstheilung 14. Das ist auch ein interessantes Setup. Nythia hatte auch, wir schaffen das. Städtische Version, Bindung, Sprint-Boost. Ich hätte irgendwie gedacht... Ah ne, er hat sich hochgeheilt. Genau, ich dachte gerade irgendwie Nythia hätte Adrenalin gehabt. Aber ne, er war das dann. Stimmt, er hat dann ja auch den Ausgang aufgemacht. Ja, hat gut funktioniert eigentlich alles. Leute, die Runde lief wie geschmiert. Gut, dann würde ich sagen... Aber meine Daily lief nicht wie geschmiert. Meine Daily sagt, eine von 2 Minuten. Ich finde das so schade, dass sie hier das noch in Minuten berechnen. Weil sie berechnen ja die anderen Sachen inzwischen häufig in Sekunden. Würde es cool finden, wenn sie sich auch einfach schreiben würden, dann jetzt wirklich die Sekundenanzahl, damit man ungefähr weiß. Ich meine, gut, am Ende macht es ja keinen Unterschied, aber einfach nur so, damit man ungefähr weiß, wie lange man noch gejagt werden muss. Haben wir einen Pip eigentlich? Wir hätten sogar einen Pip. Wow, hier, Leute, Lichtgestein. Einfach hier. 9% Generatorreparaturen. Wann hab ich denn... Achso, weil die Gens... Ach ja, man bekommt ja auch Punkte dafür, wenn ein Gen angeht und man einfach nur dabei ist. Aber es hat noch nicht mal für eine Bronzemedaille gereicht. Dafür hier 3x Gold. Alles klar, gut. Genug gequatscht, Leute, ja. Nicht, dass ich das Video nachher noch auf 10 Minuten Strecke aus Versehen. Wir sehen uns. Macht's gut. Schönen Tag noch. Haut rein. Tschüss.